so. Stimmt, ansonsten hätten wir. Das war der An- und Ausschalter hier für da. Auf- und Zuschalter für. I'll give you a good Dingens. Price. I'll give you a good price. Schwarze Einliner. Ach, das habe ich mir schon gekauft. Ach, verdammt. Ja, machen wir jetzt nur vorübergehend. Danach können wir es ja wieder abfliegen. Ehen Gothandschuhe. Schwarzer Eyeliner. Und dann haben wir es doch. Ja, ist doch gut. Mann, Mann, Mann. Und jetzt Schnellreise quer über die Map. Bis hin zur Schule. Und bevor wir jetzt die... Stimmt, dafür haben wir keinen Schlüssel. Dafür brauchen wir die Gothic Kids, glaube ich, damit wir den Schlüssel bekommen, oder? Hm. Oh ja, jetzt funktioniert's. Oh Joy, it's Butthole the Barbarian from the Dungeons of Dumbass. You gotta admit, he looks better. Yeah, he's almost a goth. Being goth isn't just how you dress, it's a frame of mind. It's time for you to prove that you go against society's rules. Yeah. There's a big PTA meeting happening right now at the community center. You need to walk right into the middle of that meeting and tape this sign to their table. Yeah, that will prove your individuality. Go on, beat it. And don't come back until you have a picture of that sign taped to the PTA table. Find your own pit of despair, God. Neue Nachricht von Elgorn. Alles in meinem Kopf. Nun Konformist. Gut, dann gehen wir doch mal zu den Nachbarn. Hey, good luck in there, douchebag. You're a braver man than I. Gut. It isn't right, I tell you. Out of nowhere, this huge Taco Bell is being built, and now our children are missing precious school time. Parents, we've been assured by the builders that they're working to fix whatever problems they've encountered, and school should be able to resume soon. Resume soon? Who do they think they are? They think we're gonna see a Taco Bell as being more important than our kids' educations? What if it's not really a Taco Bell we're dealing with? Thanks for coming, new kid. Everyone, this is the kid whose family just moved to town. We've become very close friends. His name is... What's your name? Well, anyway, this child and I witnessed something last night, and I'd like you to hear his story. Go ahead, kid. Ja, erzähl mal. Tell them, you know, about all the... Go ahead, tell them that stuff. This is a waste of everyone's time. If the PTA isn't gonna do something about Taco Bell taking over, then the rest of us parents will. Come on! Yeah. Fuck the conformists. Why? Are they a good lay? Why don't you exercise your free speech at home, little boy? Don't be screwing around in here. Hey, quit screwing around. You're always screwing around. Don't you know what happens when you screw around? Don't be screwing around in here. Why don't you exercise your free speech at home, little boy? Why don't you exercise your free speech at home, little boy? Fuck the conformists. Fuck the conformists. Er sagt auch nicht schnell. Why are they a good lay?
I used to have a bad hoarding problem, okay, but I got past it. Now I can just throw things away. Would you mind throwing this away from me? I just need it thrown away somewhere very specific. I'll show you on your map. Okay, okay. Einheit zu Mickeys Einheit. I saw you on the ship. You have pretty good control over your asshole. Gehen wir erstmal hier hinten rein. Ah, verdammt. Aber warum kackt man denn sowas rein, ey? Oh. Aber warum kam jetzt gar nicht hier schon Pokémon? Taco, Taco. Taco. Ach ja. Eines der ruhigen Lieder von... This is a PTA meeting, young man. Be on your way. Verdammt, ich hab den Namen vergessen. Jennifer Lopez, war das richtig? Oh, verdammt. Was schreibt er denn? Ich war gerade auf Klo, aber ich muss schon wieder. Was ist daran schlimm? Wenn du diese Nachricht nicht teilst, wird Schweinebemann die Regierung stilllegen. Bitte antworte, bitte, bitte, bitte. Hörst du mich? Warum antwortest du nicht auf meine Nachricht? Schweinebemann, irgendwelche Hinweise. Klicke auf Gefällt mir, wenn du ein Junior Algorithm bist. Ich schmeiße eine riesige SBM-Themenparty. Schweinebermann-Themenparty, so viele tolle Leute hier. Oh Mann. Achso, wir haben ja hier wieder eine Verbesserung. Dass sein Ziel vor Schmerz angewidert ist. Jeder Schwung des Schlägers bewirkt jetzt Blutungsschaden. Das Geräusch zerquetschter Eier widert alle übrigen Feinde an. Das wäre natürlich auch geil. Aber ich glaube, wir machen erstmal... Nee, das hier. Oh, wieso denn nicht? Das ist Level 9. Mach mal hier. Have you heard? Taco Bell is coming to South Park. We fine? Karte wollte ich. Nun gehe zur Elternrat und klebe... Ach, wir müssen das aufkleben. Good luck in there, douchebag. You're a braver man than I. Na, wahrscheinlich ganz vorne, wa? Macht jetzt bloß nicht so viel Sinn, wenn niemand mehr da ist, wa? Look, I know how you're feeling, okay? But this isn't gonna solve anything. We've got to get inside that Taco Bell and find out what's really going on. Help me with that and I'll help you with this. I saw you on the ship. You have pretty good control over your farts. Meet me in the bathroom. It's time for you to learn some real power. Oh. Oh. I can tell you have potential, but you are undisciplined. Let me show you what I mean. Come at me. Try and fart on me. Come on. Hi-cha! See that? Your fart's over there somewhere. Didn't come close. So, what do you do when people can block your farts? You must learn to control your farts to move and release at a specific time and place. I'm going to teach you a fart called the Sneaky Squeaker. It will become your greatest ally. Don't believe me? Try and block my attack. Hm.
see that? I distracted you. Distracting your opponents is key to battle. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Oh, hey, guys. Oh, Mr. Mackey. Now it's your turn. Use Sneaky Squeaker to distract Mr. Mackey over to the corner there. Wow, he's still going, huh? Do it again. You waited too long. The bubble popped in the wrong place. Oh, fuck. Do it again. Hey, did you guys hear that? Sounded like a chipmunk. Very, very good. Now use your time to sneak inside that Taco Bell. Report back here. Oh god, eh. No matter what happens, never fart on anyone's balls. You got that? Alright. Now go. Oh god, eh. Richtig, Baustelle Taco Bell. Gut, wir haben eine neue Methode gelernt. Eine neue Methode des Is that you? Das wollte ich gar nicht. Das ist das neue, oder? Verstohlener Quietscher. Wie macht man das denn? Wie lässt man den denn los? Das war doch dann nach unten. Ah, mit A. Mit A lässt man den platzen. Hat ein Randy da wieder für eine Scheiße erzählt. Mann, Mann, Mann. Boots. Heiße, ach was zur Hölle. Hey, ich bin's, El Gore. Test für das Notfall-Schweinebärmann. Sendenetz. Test, 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 test. Die Schweinebärmann... Angriffe haben sich in den letzten 6 Monaten verdoppelt. Du musst mir helfen, das allen zu erzählen. Es ist ein Skandal, dass es niemanden interessiert, dass der Schweinewehrmann da draußen rumläuft. Das meine ich ganz ernte. Es war ein Fehler, diesen Typen als Freund hinzuzufügen. Finde neue Verbündete. Können wir nicht machen. Wir müssen erstmal das scheiß Schild da anbringen. Elternratprobleme, das wäre auf jeden Fall unser nächstes Ziel. Was gibt's hier? Die Ogerin, also ich. Und was noch? Entfreunde El Gore, das können wir auf jeden Fall machen. Dann machen wir erstmal die hier El Gore entfreunden und dann die Ogerin. Das wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Tibula, Tibula.